Einen wunderschönen guten Tag hier aus dem kalten Österreich. Wir haben natürlich auch das richtige Auto dabei. Der Jute Jeep Cheyenne GTS Coupé ist natürlich hier genau das Richtige. Ja, da hast du richtig Spaß mit. Ja, kleines Q&A haben wir vorbereitet. Q&A 22 nenne ich es mal. Was geht ab in 22? Es wird auf jeden Fall ein krasses Jahr. Es gibt so zwei Kleinigkeiten, da können wir noch nicht drüber sprechen. Gleich fahren wir noch zu Lechner Racing. Die Freunde aus Österreich gehen wir besuchen, weil ja viele gefragt haben, was habt ihr eigentlich mit Lechner Racing zu tun? Das erklären wir euch dann. Und ja, jetzt würde ich sagen, knallen wir hier noch ein bisschen durch den Schnee und dann gehen wir mal auf unser Q&A ein. Ne? Wieder mehr Videos gibt, die jetzt nicht unbedingt was mit Iron Force zu tun haben, sondern eben Sportwagen, Hypercars etc. Ja, wird's geben. Wir haben da auch noch so ein kleines Zückerchen für euch. Das braucht noch ein bisschen. Also da werden wir jetzt noch nicht mit um die Ecke kommen. Aber das wird auf jeden Fall sehr geil und das wird dann auch ein Bestandteil dieser ganzen Videothematik. Aber hier ist echt schön. Wir müssen jetzt hier mal anhalten. Oh, ist auch rutschig. Das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, ich als Flachländer, weißt du, freue mich wie ein Schnitzel. Ne? Dem Philipp ist das alles egal. Er kennt das ja. So schaut es genauso in Wien aus. Ja, gut, in Wien nicht. Aber so richtig kickt dich das jetzt nicht. Ne? Die erste Frage hatten wir jetzt schon im Auto. Und ja, jetzt würde ich sagen, beschäftigen wir uns mal mit der zweiten Frage. Wir sitzen hier gerade bei Lechner Racing. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, dass wir auf dem Weg dahin sind und wie ihr sehen könnt, gibt es hier herrliche Fahrzeuge, unter anderem einen wunderschönen 935, den neuen 935. Die meisten Fragen, die ich gekriegt habe, waren natürlich, was geht dieses Jahr, was fahrt ihr dieses Jahr, was macht Iron Force dieses Jahr, 24-Stunden-Rennen, ja, nein und so weiter und so fort. So, Punkt 1, Porsche Carrera Cup dieses Jahr, da haben wir drei Autos aktuell eingeschrieben. Iron Force Phoenix hat drei Plätze für sich beansprucht und hat gesagt, okay, wir starten mit drei Autos. Es war ja letztes Jahr so, dass einige Stimmen laut wurden von wegen, ja, es wurde etwas forscher eingefordert, dass wir uns doch bitte um Nachwuchsfahrer kümmern sollen und so weiter und so fort. Habe ich nicht ganz verstanden, weil Ayhan Can Güven ist Nachwuchsfahrer gewesen. Er ist jetzt Profi. Deswegen sind wir auch hier bei Lechner Racing unter anderem, weil mit denen haben wir eine Kooperation. Die betreuen nämlich die Leute im Supercup. Das heißt, wenn jetzt ein Fahrer im Supercup und im Carrera Cup unterwegs ist, dann fährt er, wenn er für Lechner fahren möchte, im Supercup automatisch bei Iron Force Phoenix und umgekehrt. Wir bauen da was auf und wir möchten da gerne dieses Jahr weitermachen. Deswegen sind wir auch noch in den Verhandlungen. Also das zum Thema Carrera Cup. Dann haben ganz viele gefragt, was ist denn mit LMP3? Miss Pushrod in der neuen ADAC-Serie oder woanders? Müssen wir mal gucken. Wir haben relativ viel vor dieses Jahr und möchten etwas fokussierter die einzelnen Sachen abarbeiten. Deswegen glaube ich es eher nicht, aber es könnte sein. Wir lassen uns das noch so ein bisschen offen. Thema 24-Stunden-Rennen haben natürlich auch ganz viele Leute nachgefragt. Wie sieht es aus? Seid ihr wieder am Start? Wenn ja, dann mit einem Audi oder mit einem Porsche. Wenn wir am Start sind, auf jeden Fall mit einem Porsche. So viel kann ich schon mal sagen. Dann gab es natürlich auch viele Fragen zu allem anderen. Was macht ihr? Was bringt ihr für Videos? Was geht ab dieses Jahr? Was passiert mit den Autos? Was passiert mit dem Cayenne und so weiter? Was passiert mit den Klamotten? Wann kommen die Klamotten? Es war ein bisschen holprig letztes Jahr. Wir haben tatsächlich die Auswirkungen von Corona und den ganzen Problemen, die da so mitlaufen, volle Breitseite abgekriegt. Aber das haben wir jetzt im Griff. Das heißt, dieses Jahr wird es pünktlich vernünftige, schöne Sachen geben. Wird es Videos Porsche Leipzig geben? Wir müssen mal schauen. Es gibt ja ein neues Fahrzeug jetzt demnächst, GT4 RS. Ihr habt ja alle schon alles Mögliche über das Ding gesehen. Da würde ich ganz gerne ein, zwei Vergleichvideos machen. Es wird eventuell auch ein Fahrzeug zu uns kommen, womit wir ein paar Sachen machen werden. Ein Highlight wird hoffentlich wieder sein, das 24-Stunden-Nürburgring-Rennen. Genauso Thema wird es nochmal einen Tag der offenen Tür geben, wie früher bei Ring Police. Jetzt vielleicht im Phoenix Iron Force Headquarter wird es geben. Auch da, sobald wir wissen, okay, es geht zu 100%, gehen wir in die Planung
und werden euch natürlich die Termine mitteilen. Aber in die Richtung wird eh noch ein bisschen was passieren. Dann die Fragen rund um den Motorsport, ob wir vielleicht mal eine Rennserie besuchen werden, ob wir uns vielleicht auch mal die MotoGP anschauen werden. MotoGP fände ich mega geil. Da gab es schon mal die ein oder andere Einladung. Hätte ich mega Spaß dran, weil das Racing ist brutal. Ich finde die Jungs, die sind so fertig, die sind so Banane. Dann werden wir natürlich auch befreundete Teams in anderen Rennserien besuchen. Das machen wir in jedem Fall. Wir werden vielleicht auch mal schauen, dass wir das ein oder andere Rennauto dieses Jahr gescheit vorstellen können, dass wir mal fahren können, euch ein paar Eindrücke geben können, die wir sonst nicht bringen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist die Vorsorgeuntersuchung bei 3- bis 4-Jährigen. Alter, wie einfach manchmal mein Faden reißt, ne? Dann viele, viele Fragen natürlich auch immer wieder zu Formel 1, zu anderen Rennserien im Allgemeinen, was ich davon halte. Formel 1 21, sage ich euch, war aus meiner Sicht die beste Saison seit mindestens 10 Jahren. Klar, war immer ein bisschen Diskussion und so weiter, aber ich sag ganz ehrlich, das ist doch immer das Gleiche. Immer wenn hart gefightet wird, fallen auch Späne, ne? Und was ich nicht so richtig verstehe, ist dann halt dieses Social-Media-Gebäsche. Ne? Jeder ist auf einmal Vollprofi und alle diskutieren und entweder ist der Hamilton ein Vollidiot oder der Verstappen ist ein Vollidiot. Ich sag mal so, der ein oder andere ist mit Sicherheit über die Stränge geschlagen, aber das ist normal. Man muss sich mal überlegen, um was es da geht. Du kannst Formel-1-Weltmeister werden. Ne? Das ist ja schon mal Punkt 1. Dann geht es ja einfach auch um Millionen von Euros. Und dann gab es ja auch die Diskussion, ja, Mercedes ist unsportlich und so weiter und so fort. Ich denke, das ist alles total in Ordnung. Das ist ab einem bestimmten Punkt ein ganz trockenes Business. Und wenn der Toto Wolff am Ende des Jahres da sitzt und sich vom Mercedes-Vorstand anhören muss, dass er nicht alles dafür getan hat, den F1-Titel zu gewinnen, weiß ich nicht, ob der den Job dann so lange macht. Also er muss einfach auch dann versuchen, Protest einzulegen und zu gucken, einfach wie er an diesen Titel kommt. Zum Ende gab es natürlich noch so ein paar andere Fragen, die jetzt nichts unbedingt mit unserem Jahr zu tun hatten. Zum Beispiel eine Frage, die ich sehr interessant fand, weil ich mir jetzt gar nicht so richtig erklären kann, warum das nicht bekannt ist. Und zwar, gibt es mehr Porsche-Museen außer die beiden Stuttgart und Gmünd? Also es gibt 3 Porsche-Museen. Wenn ihr beim Porsche-Museum Stuttgart mal vor der Tür steht oder euch Bilder anschaut, dann steht da in diesem Kreisverkehr diese Konstruktion, dieses Kunstwerk, diese 3 Säulen. Und da werden die Himmelsrichtungen angezeigt. Gmünd, Stuttgart, Leipzig. Und genau an diesen 3 Standorten gibt es auch ein Museum. Und zum Ende noch ein paar private Fragen, wo ich mich immer darüber freue, wenn Menschen einfach Interesse zeigen, wie geht's dir und so weiter. Das finde ich immer sehr schön, da freue ich mich echt drüber. Ich muss sagen, mir geht es im Moment echt gut. Es geht wieder bergauf. Ja, es ist natürlich auch immer eine kleine mentale und psychische Belastung, wenn Sachen nicht funktionieren. Und da braucht man natürlich auch eine gewisse Zeit, um das irgendwie zu verarbeiten. Von dem her geht es mir auf jeden Fall gut. Und die Frage, ob ich nochmal eine Familie gründen möchte, die kam auch des Öfteren. Auf jeden Fall ist das Ziel. Einige Freunde von mir sind jetzt vor kurzem Eltern geworden. Mega geil. Also nach Hunden sind Kinder tatsächlich meine 2 liebsten Menschen. Hund. Und das ist auch eine Frage. Möchtest du wieder einen Hund? Hunde immer. Also wenn die Zeit da ist und das alles funktioniert und so weiter und so fort, dann auch immer wieder gerne einen Hund. So, also ich hoffe, ich habe all eure Fragen so gut es geht beantwortet. Wir werden jetzt in Kürze 1, 2 mehr Informationen bringen in den nächsten Videos. Ganz wichtig ist noch zum Schluss 944 Verlosung. Die läuft noch bis zum 14.01.2022. Das ist ein Freitag. Bis 0 Uhr könnt ihr am 14.01. noch Lose kaufen. Ein Los 5 Euro. Zieht es euch noch mal rein. In der Videobeschreibung findet ihr alle Informationen und Links, die ihr braucht. Wir werden das Geld verwenden, um im Ahrtal zu helfen. Das haben wir euch ja schon gesagt. Wir kümmern uns da um Kindergärten, Kitas und Krankenstationen für Kinder und so weiter und so fort. Auch da nehmen wir euch mit auf die Reise. Ihr sollt ja wissen, wo die Kohle hingeht. Aktuell haben wir 50.000 Euro gesammelt. Ein fettes Dankeschön an euch. Mega krass, hätte ich nicht erwartet. Mit 50.000 Euro kann man wirklich viel erreichen. Und vielleicht kommt ja jetzt noch der ein oder andere, der noch ein paar Euro drauflegt. Also vielen Dank dafür. Macht's gut. Bis die Tage.